Ja, hallöchen Puppelchen und herzlich willkommen wieder mal zu einem kleinen Feuerwehrvideo vom Lion HD. Ich grüße euch, meine lieben Freunde. Ja, ich habe euch ja schon im Vorfeld immer gesagt, dass ich dann mal da bin, wenn ich Zeit habe, wenn es geht. Deswegen wird es auch vorerst, wie gesagt, keine Livestreams geben, aber das habe ich euch ja im vorigen Video schon mal angedeutet, dass ich momentan mehr Videos mache, wenn ich die Zeit dazu habe. Das möchte ich ganz ehrlich betonen. Wenn ich die Zeit habe, dass ich dann, wie gesagt, Videos mache, entweder über LS19 oder halt über Feuerwehrvideos. Heute sind wir wieder bei einem Feuerwehrvideo angelangt. Und zwar über die Ortschaft Kleinselheim. Ich habe die Karte jetzt die Tage gesehen, habe mir die mal angeguckt. Ich finde die ganz schnucklig, ist so eine kleine, gemütliche Karte, die man eigentlich gar nicht mit großen Gerätschaften, wenn man LS spielt, benutzen kann. Eigentlich ist es mehr, ihr seht ja auch hier so diese rustikale, alte Oldtimer-Geschichten. Also wenn es so eine Karte für kleine Oldtimer, ja, ich muss mal gucken, vielleicht mache ich hier draußen nochmal LS19 Oldtimer-Karte. Aber wir haben hier eh noch die Steffishausen-Karte. Die ist ja auch noch aktuell, die uns da ja zur Verfügung steht. Gut, heute wie gesagt Feuerwehrkarte. Ich werde euch ganz kurz, ihr kennt die Karte mit Sicherheit schon. Ja, ich werde ganz kurz mal diese Karte von oben ein bisschen erläutern. Wir haben kleine Wohnobjekte. Häuschen mit gemütlichen, ja, das sieht eher aus wie so früher das Rathaus. Da ist es halt so ein gemütlicher Gasthof wahrscheinlich mit kleinen, wir haben eine schöne kleine Gartenterrasse, ja. Sieht auch nice aus. Wir haben eine schöne Kirche, muss man ehrlich sagen, die sieht toll aus. Ja, kleine Stromhäuschen, viele, viele Felder, Verkaufsstellen. So, dann haben wir auch einen Einkaufsmarkt. Das darf natürlich so in einer kleinen Ortschaft nicht fehlen. Wie gesagt, Wohnhäuser sind hier vorhanden. Bauernhof, das ist jetzt hier der Haupthof, wo man dann drauf spielen könnte, wenn man sagt, man macht jetzt eine Mission hier drauf oder so. Dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, hier diesen Hof zu benutzen. Der ist alles schon vorgefertigt. Da will ich aber auch gar nicht so weiter sagen jetzt. Das würde ich, wenn überhaupt, oder das haben andere schon gemacht, mit den LS-Missionen, LS19, da kann man dann darauf arbeiten. Ich möchte ja gern Feuerwehr machen. Hier ist unser Verkaufsshop. Ja, das ist die Werkstatt. Da kriegt ihr dann eure Autos, eure Fahrzeuge, könnt dann loslegen, wenn ihr das möchtet. Wie gesagt, viele diverse Felder, viel Wald. Also man kann ja auch viel Holz produzieren, ja. Wenn man nicht aufpasst und wir haben 30, 35 Grad draußen, dann kann sowas auch mal ganz schnell in brennen, weil die Leute doch ihre Kippen einfach wegschmeißen oder irgendwelche Flaschen kaputt gehen. Die Sonne strahlt, ja, es gibt Reflektoreneinstrahlung und dann fängt sie irgendwann an zu brennen. Gut, hier haben wir auch nochmal, wie gesagt, Tierhallen und ja, Tierstallstellung. Aber wie gesagt, da will ich gar nicht drauf eingehen. Wir haben hier ein schönes Holz-Windrad oder auch eine Mühle genannt. Das sieht noch richtig schön aus, richtig urig und so. Ja, Felder ohne Ende, also das heißt ohne Ende. Für diese kleine Karte ist das eigentlich eine total, ja, schöne Aufmachung. Die Felder sind quadratisch praktisch gut. Ja, wir haben auch ein paar Unebene drin, aber ich finde es halt persönlich, ja, schön. So für kleine Objekte, für Single ist das eine ganz, ganz tolle Karte. Wir haben mittendrin einen Hochsitz hier, wo die Leute auch ein bisschen mal dann die Jäger ihre Tätigkeit machen können. Hier oben ist wohl, ja, da ist der Tunnel, aber hier ist der Beginn. Wahrscheinlich wird die Karte noch erweitert, ich weiß es nicht. Hier sind halt diverse kleine Häuschen noch, wo wir aber nichts machen könnten. Gut, also ihr habt hier, wie gesagt, die Felder und ihr könnt dann euch austoben, wenn ihr das möchtet. Von seitens der Feuerwehr gibt es natürlich in dem kleinen Örtchen Kleinselheim auch eine Feuerwehr. Diese wurde durch die kleine Ortsgemeinde genehmigt. Wir haben diese Feuerwehr gebastelt. Ihr habt ja gesehen, wo ich wohne. Ihr habt ja auch noch so ein kleines Mühlchen. Tankstelle gibt es hier auch. Ja, und Einkaufsmarkt haben wir auch. Und hier haben wir unsere kleine Feuerwehr.
Sie wird auch gar nicht so groß aufgezogen, weil, pff, was will ich mit so großen Feuerwehren in einem kleinen Ortschaft? Ist totaler Schwachsinn. Das ist schon Luxus. Ja, wenn einer oder andere so kleine Feuerwehren kennt, Klein Kleckersdorf Feuerwehr, ich sage es mal unten tiefst in Bayern oder so, dann gibt es ein Gerätehaus mit, sage ich jetzt mal, vielleicht zwei Fahrzeugen drin. Okay, fahren wir doch einfach mal durch das Kamerabild, ist kein Thema. Gut, was wir jetzt machen werden, ist natürlich klar. Ich werde mal ganz kurz, so, gerade mal gucken. Ja, ihr seht es. Reicht für diese kleine Gemeinschaft. Ja, das ist schon hochrangig aufgebaut, weil normalerweise hast du für so, ich sage es mal, lass hier mal vielleicht 1500 Menschen wohnen, 2000 Menschen Ortschaft, brauchst du so eine Riesenfeuerwehr nicht. Hier haben sie es halt gut gemeint, die Ortschaft, wieso der Bürgermeister hat gemeint, wenn, soll hier eine richtige Feuerwehr sein, weil wir haben doch einen Landhandel, Agroma, wir haben einen Einkaufsmarkt. Wir haben eine große Kirche, wir haben viel Wald. Und da haben die sich wahrscheinlich gedacht, komm, dann machen wir das mal richtig. Das Feld wurde ersteigert von dem Landwirt. Und das war der, oh nee, das ist sogar mein Feld gewesen, seht ihr. Es war aber vorher ein anderes Feld von jemand anderem, vom Bauern hier gewesen. Und da haben wir das gekauft. Das Land hat es gekauft, beziehungsweise die Ortschaft hat es gekauft. Und da konnten wir dann unseren Hausbau, sprich Feuerwehr, aufsetzen. Setzen beziehungsweise Feuerwehr erstellen. Ja, was haben wir an Autos? Wir haben natürlich ganz klar einen ELW1 Führungsfahrzeug. Ihr kennt das, muss euch nicht mehr viel erzählen. Das Fahrzeug fährt durch die für die Einsatzleitung, sprich der Zugführer oder der Einsatzleiter fahren, werden mit diesem Auto an die Einsatzstelle gefahren. Kommunikationsfahrzeug zwischen der Leitstelle und den ganzen Organisationen, die jeweils an die Einsatzstelle kommen, ob das Rettungsdienst ist, Polizei, Feuerwehren anderer Landkreise und ja, dann ist dieses Fahrzeug hier so ein Kommunikationsfahrzeug, hat viel Technik drin und wird, wie gesagt, eingesetzt irgendwo an einem Plätzchen, wo es keine anderen Feuerwehrfahrzeuge stört, aber wo immer mal ja, der Sammelplatz ist für die Einheitsführer, Zugführer, Einsatzleiter, was auch immer. Gut. Vom Land Hessen oder von irgendeinem Land, hier ist natürlich Wiesbadener Kennzeichen, somit ist es auch Land Hessen, gibt es LF10 CATS. Ihr habt es leider Gottes alles, dass die große Katastrophen in Nordrhein-Westfalen und auch in Rheinland-Pfalz mitbekommen über die Presse, über Nachrichten. Vielleicht war sogar der ein oder andere von euch, der in einer Feuerwehr ist, mit seiner Feuerwehr vor Ort. Ich war dort gewesen, 4 Tage lang von Donnerstag bis Sonntag waren wir in Nordrhein-Westfalen. Ja, wir haben ja ein LF10 CAT vom Land Hessen gestellt bekommen in unserer Wache. Dieses Fahrzeug wurde angefordert zur überländlichen Unterstützung der in dem Krisengebiet, wo wir dann auch Wasser gepumpt haben aus überfluteten Kellern, den Menschen dort genauso geholfen haben, wie das andere auch tun. War schlimm, muss man ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, hier wurde auch ein LF10 bereitgestellt, vom Land gesponsert, was somit erstmal als Erstausrücker ist. Also wenn es alarmiert, fährt dieses Fahrzeug in der Regel immer zuerst raus. Ja, LF10 CAT, Bevölkerungsschutz steht hier drauf, Bundesministerium des Inneren. Gut, das wird dann, wie gesagt, vom Land jeweils ja, nicht gesponsert, gestellt. Diese Fahrzeuge werden dann eingesetzt für überländliche Hilfe, so wie das jetzt in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz war, weil die dafür die Ausrüstung haben. Dann wird nur von der jeweiligen Feuerwehr das Personal gestellt und die fahren dann dahin. Es ist Gruppenbesatzung, das heißt 1 zu 8, ein Maschinist, ein Einheitsführer. Wir haben einen Angriffstrupp, wir haben einen Schlauchtrupp, wir haben einen Wassertrupp. Die Sache ist die, in der aktuellen Corona-Zeit werden das Fahrzeug nur 1,5 besetzt. Das heißt, der Einheitsführer plus 5 Besatzungsmitglieder, der Maschinist, der Wassertrupp und der Angriffstrupp. Alle anderen, so ist es zumindest bei uns gerade geregelt, aufgrund der Corona, ja, Virus, der gerade ist, haben wir gesagt, werden unsere Fahrzeuge reduziert auf Staffelbesatzung, nicht mehr auf Gruppenbesatzung. Man hofft natürlich, dass irgendwann dieser ganze Spuk vorbei ist und dass wir dann wieder anfangen können, die Gruppenbesatzung zu besetzen, ja, dass das Fahrzeug dann wieder voll ausgestattet an die Einsatzstellen fahren kann.
Wir haben eine Drehleiter gesponsert bekommen. Ja, das ist jetzt ein Truppfahrzeug. Da gibt es einen Maschinist und einen Einheitsführer. Drehleiter, die 2312, wird dort benötigt, weil wir auch mal ein großes Gebäude haben. Wurde gesponsert, warum, ist bis heute nicht geklärt worden, aber sie stehen einfach da. Diese Drehleiter ist halt auch für die überörtliche Kommune, das heißt hier in der Nachbargemeinde, gibt es natürlich keine Drehleiter. Wenn irgendwas sein sollte, da was brennt, was Höheres, wird natürlich diese Drehleiter mit alarmiert. Das heißt, dann kommen Kollegen hierher, vielleicht die Drehleiter fahren in die andere Ortschaft, unterstützen dort die Feuerwehreinheiten mit der Drehleiter. Super. Dann haben wir natürlich ein TLF 1625. Brauchen wir auch, weil wir auch noch viel Wald hier haben. Und was hier an dieser Ortschaft sehr schön ist, hier wohnen natürlich auch Landwirte, hier gibt es die Landwirte, und wie das ja so bekannt ist, Landwirte unterstützen sich eigentlich. Das heißt, da würde gegebenenfalls auch nochmal ein Landwirt mit einem Trecker kommen, mit irgendeinem Wasserfass, und die helfen da auch löschen. Also das habe ich selber schon erlebt in Bayern unten. Bei einer Feuerwehr, da haben sie ja ein TLF gehabt. Nee, Quatsch, ein LF gehabt, ein LF 8, 6. Und da kam aber bei einem Scheunenbrand, kam trotzdem ein Landwirt mit seinem riesengroßen Traktor plus einem großen Wasserfass, und der hat auch noch unterstützt mit Löschen und so, hat Wasser hingefahren und geholt und so. Also das ist bei so örtlichen Gemeinden ist das eigentlich gang und gäbe, dass da untereinander geholfen wird. Das ist halt das Schöne. So, hier haben wir natürlich jetzt erstmal genug Kapazität, ja, LF 10 und TLF 1625 haben wir erstmal ein bisschen Wasser dabei. Andernfalls gibt es ja noch örtliche Nachbarschaftshilfe, das heißt, da kommt von einer anderen Kommune vielleicht noch ein Fahrzeug mit, die vielleicht auch ein 16, ein TLF haben. Also da sind wir wirklich außen vor, und da haben wir genug Power und auch genug Wasser. Ja, ein GWN, hier heißt es noch GWN, der wurde damals angeschafft. Ihr seht auch, das Modell ist noch ziemlich eins der älteren Modelle. Ein Gerätewagen-Nachschub, der wird eigentlich dafür benutzt, wenn wir eine Einsatzstelle kontaminierten Schläuche haben, vielleicht auch Einsatzklamotten, die durch Rauch, Brandschäden verschmutzt sind, dann werden die natürlich ausgezogen, werden nicht mehr in den Fahrzeugen mitgeführt. Das heißt, die Einsatzkräfte werden sich vor Ort an der Einsatzstelle in einem Zelt ihrer Einsatzkleidung entkleidet. Die werden in Säcke gepackt, kommen dann in Rollcontainern. Dafür gibt es den Gerätewagen-Nachschub. Der kommt dann an die Einsatzstelle gefahren, nimmt die Rollcontainer auf, fährt diese ins Feuerwehrhaus. Die Leute müssen nicht mehr mit ihren dreckigen Klamotten in die ja eigentlichen Fahrzeuge einsteigen. Die haben dann so Trainingsanzüge, gibt es bei vielen Feuerwehren. Wir haben zum Beispiel auch Trainingsanzüge. Die werden eingesetzt, weil es gibt ja momentan das ganz große Thema bei den Feuerwehren, genannt Feuerkrebs. Das ist damit gemeint, diese kontaminierten Geschichten, wenn wir irgendwo Feuer haben, Innenangriffe, Außenangriffe bei großen Feuerlagen, gibt es diese ganzen Schadstoffe, die sich doch an den Klamotten irgendwo festheften. Und wenn ihr natürlich mit euren Klamotten dann jedes Mal wieder in den Weißbereich geht, weil ihr fahrt ja gereinigt mit euren Autos raus, das ist dann der Weißbereich. Fahrt an die Einsatzstelle, habt dort Feuer, bekämpft das Feuer, seid fertig. Dann habt ihr doch Schadstoffe an euren Klamottenheften. So, jetzt geht ihr aus dem Schwarzbereich. Schwarzbereich ist das Feuer, also diese Schadenslage ist der Schwarzbereich. Dann geht ihr mit dem Klamotten wieder in euren Weißbereich rein. Somit habt ihr die Fahrzeuge auch kontaminiert. Ja, dann sitzen andere Kameradinnen und Kameraden drin. Die haben dann nichts, die waren vielleicht nur, die Schlauchleitung aufgebaut haben, die haben die Wasserzufuhr gebaut, erstellt, also die Wasserabgabe erstellt. Die haben so mit dem Feuer gar nichts zu tun gehabt, waren sauber, und ihr tut sie näher kontaminieren, und dann kannst du aus einem Trupp machst du dann vielleicht vier Trupps, wo die Klamotten alle gewaschen werden müssen. Das wird damit vermieden, dass man an der Einsatzstelle sich auszieht, Ersatzklamotten anzieht, und dass solche Fahrzeuge dann einfach an die Einsatzstelle kommen, laden die dreckigen Sachen, Schläuche, alles auf, fahren das an das Feuerwehrhaus, dort wird es ausgeladen und wird dann gereinigt, ja, und später den Einsatzkräften oder auch den Fahrzeugen wieder zugeführt. Gut, mittlerweile werden diese Fahrzeuge größer gebaut, höher gebaut, mit größeren Kapazitäten. Dann heißen sie GWL, das heißt Gerätewagen Logistik.
Das wurde dann die neue Namensgebung gegeben, also erklärt, der ja durch irgendwelche hohen Feuerwehrtiere wurde das gesagt. Das heißt nicht mehr, wie gesagt, Gerätewagen-Nachschub. Heute heißt es Gerätewagen-Logistik, dass du da wirklich mit allem Möglichen. Wir haben zum Beispiel auch bei uns einstehen. Das ist, da steht Verkehrsabsicherung, 2 Rollcontainer drauf, da sind Zugketten drauf und auch riesengroße Bandschlingen. Wenn wir große, schwere Verkehrsunfälle mit LKWs haben auf unserer Autobahn, dann sind dort die Gerätschaften drauf, die rein für den LKW-Unfall gebraucht werden. Riesengroße Spreizgeräte, das größte, was aktuell auf dem Markt ist, mit Schere und Spreizer, Zugketten, hydraulische Rettungszylinder und das alles haben wir auf unserem GWL. Der heißt so GWL THVU. Der wurde extra so dafür besorgt. Ist ein riesen Fahrzeug mit Seitenfächern und auch riesengroße Ladefläche. Da steht, das hat alles drauf. Das würde man auf so einem kleinen GWN gar nicht drauf bekommen. Wir haben, dadurch eine große Stadt sind mit 2 großen Feuerwehren, haben wir auf uns, auf meiner Wache, wo ich noch freiwilliger Feuerwehrmann bin, haben wir einen GWN stehen. Der heißt aber auch GWL, nur GWL. Der ist dafür gedacht, dass wir halt so, ja, wenn größere Sachen sind, da können wir dann diverse Rollcontainer an die Einsatzstelle fahren. Mit Reinigungswagen, mit Kleiderwagen, mit leeren Containern, der wird dafür rein benutzt. Ja, also das sind dann diese GWL-Geschichten, aber die heißen heute gar nicht mehr GWN, kriegt ihr auch heute nicht mehr zu kaufen. Das wird also als GWL genutzt. So, was wir dann noch haben in dieser Feuerwehr ist ein RTW, der wird besetzt von ja, ehrenamtlichen Rettungskräften. Also ihr kennt das alle, OV, Ortsvereinigung. Das haben viele Feuerwehren, haben das. Es gibt einmal eine Rettungswache, wo hauptamtliche Rettungsdienstpersonal stationiert ist, 24 Stunden. Die sind dann irgendwo einer, ja, ich sag mal, einer etwas größeren Ortschaft oder größeren Stadt sind. Die gibt es Rettungswachen von den Organisationen Maltesern, Johannitern, Rotes Kreuz oder Arbeiter-Samariter-Bund. Die haben dann ihre Autos da stehen und sind 24 Stunden dort, die Feuer-, also Rettungsdienstkräfte, vor Ort. Aber in kleinen Örtlichkeiten gibt es auch noch OV-Ortsvereinigungen. Das heißt, da kommen dann, wenn es zum Beispiel ein F2 ist, ich sag mal, brennt ein Wohnhaus oder brennt eine große Scheune, zum Beispiel gerade hier bei solchen Ortschaften, dann werden die mit alarmiert und dann kommen die ehrenamtlichen Rettungssanitäter, Rettungsassistenten, auch gegebenenfalls Notfallsanitäter, die kommen dann auch hier ins Feuerwehrhaus gelaufen. Da wurde keine extra Wache gebaut, weil die Zusammenarbeit sehr gut ist. Da haben sie gesagt, hier kommen, wir haben noch eine Wache frei, eine Halle, also beziehungsweise eine Box frei. Und da wurde ein RTW hier hergestellt von der für die Ortsvereinigung. Und der fährt dann generell immer bei diversen Stichworten, fährt er damit raus. Also wenn es hier ein F2 kommt, dann kommen die, wenn die alarmiert, dann fährt er hier mit rein und fährt direkt mit an die Einsatzstelle, um einfach schon mal vor Ort, ja, erst da zu sein, wenn ein Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau irgendwas sein sollte, dann können die schon mal die ersten Maßnahmen tätigen, bis dann die richtigen Kollegen dann da sind, also die anderen Kollegen da sind. So ist eine feine Sache, das haben wir auch bei uns. Wir haben auch die Malteser Ortsvereinigung bei uns, das heißt, die fahren bei F2, ab F2 fahren die bei uns auch mit. An die Einsatzstelle werden die auch alarmiert, bei F3 so oder so, bei größeren Schadenslagen, auch bei Verkehrsunfällen, ja, glaube ich, sind sie auch dabei, aber nein, Verkehrsunfällen nicht, da kommen die Hauptamtlichen, aber halt bei so Gebäudebränden oder so, Scheunenbränden, was auch immer, Lagerhallenbränden, da sind die automatisch mit in dem Alarmplan drin. Gut, das ist jetzt so mal, wie gesagt, das Feuerwehrhaus der Ortschaft Kleinseelheim. Ich will es auch gar nicht so weit übertreiben. Wir hätten die Möglichkeit, dass die Leute dann alle aus ihrer Ortschaft hierher kommen. Die freiwilligen Feuerwehrleute fahren dann hier rein, können hier hinten parken. Ja, Platz ist hier genug. Ja, das können sie hier machen. Gehen hier durch die Tür rein, kommen dann direkt in die Fahrzeughalle, gehen in ihre Umkleide und können sich dann natürlich umziehen und ihr... Was kann ich hier hin reinkommen? Flup, flup, flup. Genau. Ziehen sich hier um. Gehen wieder zu ihren Fahrzeugen, besetzen diese und fahren je nach Meldebild
hinaus. So. Ja. Es gibt natürlich einen getrennten Raum, das ist ganz klar. Es gibt eine Dame, auch eine Damenumkleide. Ihr habt die war, hier steht Serverraum, aber ich glaube, das war hier der Damenumkleideraum, weil der Serverraum, der wurde nach oben verlegt. Und hier unten ist die Damenumkleide, hier ist die Herrenumkleide. Und natürlich wird dieses alles ordnungsgemäß getrennt. Ja, und dann können die Leute jeweils ihre Autos besetzen, die benötigt werden. Und dann fahren die an ihre Einsatzstelle. Gut. Was wir natürlich noch haben, es wurde angedacht, es gibt eine Ortspolizei. Hört sich an wie so eine Ortspolizei. Die sind ortssässig. Ja, die sind hier auch, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen stationiert. Wird nicht ewig so bleiben. Es ist angedacht, hier eine kleine Polizeiwache in dieser Ortschaft noch zu integrieren. Aber da ist das Land noch nicht so ganz sicher, wo die hinkommen soll. Da sind noch Verhandlungen mit den Landwirten, weil man dann doch diverses Grundstück braucht. Das sollte dann so eine einheitliche Wache werden, wo halt auch überörtlich gebraucht wird. Also sprich, dass die Polizei nicht nur hier in Kleinseelheim fährt, sondern die fährt dann auch in die Nachbarortschaften und tut da auch ja, Hilfe leisten und den Bürgern Schutz bieten. Jetzt sind sie erstmal hier mit untergebracht. Und haben hier zwei Fahrzeuge stehen, jeweils Mans vom Mercedes-Benz. Die werden natürlich, wenn irgendwas ist, dann auch mit, ja, eingesetzt. Gut. Wenn größere Schadenslagen sind, natürlich kommen dann zur Einsatzstelle auch die Rettungswagen. Die Notärzte sind in der Nachbarortschaft, in der nächstgrößeren Stadt. Hier bei solchen Ortschaften kann es auch mal passieren, dass ein Hubschrauber eingesetzt wird mit Notarzt, weil der bodengebundene Notarzt vielleicht, wenn der voll eingesetzt ist, zu lange braucht, bis der nächste hier ist, dann kommt natürlich ein Hubschrauber. Der hat die Möglichkeit, ja, sage ich mal, hier vorne zu landen. Ja. Oder man hat den Einkauf, den Lidl-Markt. Da könnte man gegebenenfalls auch mit dem Hubschrauber landen. Auch das wäre möglich, gar keine Probleme. Ja, wie gesagt, ihr seht es, hier ist es. Ja, also ich denke mal, also eine Möglichkeit zu landen, erfahrener Pilot würde immer das finden, ein Plätzchen, wo dann die Feuerwehr den Notarzt an die Einsatzstelle bringen kann. Gut, meine Lieben, das war es jetzt von meiner Seite her. Ich habe euch das kleine Seelheim mal vorgestellt. Neubau einer kleinen Feuerwache in dieser schönen Ortschaft. Ich überhole jetzt mal ein Auto im Rennen. Ich bin jetzt mal Magic Johnson. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr irgendwas schreiben wollt, schreibt es einfach in die Kommentare rein. Würde mich einen kleinen Like freuen. Natürlich wäre auch die Möglichkeit, dass ihr mir ein Abo dalasst. Herzlich gerne. Wie gesagt, ihr dürft mir da bitte, bitte auch nicht drüber böse sein, wenn ich halt nicht immer jeden Tag ein Video mache. Ich habe es zwar immer irgendwie in meinem Kopf, ich will es ja auch. Ich habe ja auch richtig das Verlangen danach, euch Videos zu machen. Aber es kommt doch immer im Real Life immer wieder was dazwischen. Ihr kennt mich, ihr wisst, wie ich bin. Ich bin keiner, der 24 Stunden am PC hängen kann oder hängt und da irgendwie ständig Videos macht oder Livestreams, wie das andere machen. Die haben vielleicht auch nicht diesen großen Umhang, beziehungsweise haben vielleicht keine Kinder, haben vielleicht keine Enkel, ich weiß es nicht, sind mit guten Arbeitszeiten bestückt, was ich hier auch bin. Aber ich habe halt noch ein Real Life und habe eine Ehefrau, habe einen Hund, habe einen Enkel, der natürlich auch sehr gern seinen Opa sehen möchte und den möchte ich auch immer gerne sehen, so viel wie möglich. Also deswegen bitte, bitte seid mir einfach nicht böse, ja. Ich weiß, dass ihr gerne Videos von mir haben möchtet, die möchte ich auch euch unheimlich gerne geben. Aber gibt mir halt auch die Chance, wenn ich komme online, dann kommt es online oder beziehungsweise wenn ein Video kommt, dann kommt es. Aber bitte tut mich darüber nicht verurteilen oder und hasst mich dafür oder was der Geier ist und sagt, was ein Arsch oder so. Ist natürlich euer gutes Recht. Aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr mir doch noch irgendwie ein oder andere Likes, Kommentare schreibt. Das wäre echt super. Dann wünsche ich euch noch einen mega geilen Sonntag. Lasst euch gut sehen, bleibt alle gesund, auch eure Familien. Ich bedanke mich recht herzlich dann fürs Zuschauen. Und ja, und bis die Tage kommt dann wieder ein neues Video, vielleicht dann nächstes Mal von LS19. Und dann sage ich einfach tschö mit Ö und ciao Kakao und bye bye.